Ich gucke mir jetzt nochmal die Folge von Bavaria Man an, nur um sicher zu gehen, dass ich das dann auch im Bericht richtig ausspricht. Mhm. Weil nicht, das kann ich nicht für das ist nicht gut. Gut schon. Habt ihr eigentlich am Manus ein tolles T-Shirt schon gesehen? Nein. Ja, was? Geh mal ins Bild, schau dir mal das T-Shirt, das muss ich mal anschauen. Da, guck. Bin ich im Bilde? Ja. Redrück. Wenn du mich drückst, drücke ich dich praktisch zurück. Ja, klar, obwohl du gar nicht. Ja, ich hab's verstanden. Ja. Moskau. Nach der bayerischen Niederlage der letztjährigen. Boah, das wäre ein Satz. Nach der bayerischen Niederlage in der letztjährigen Leistungstrinkmeisterschaft in Russland in der Klasse bis 7 Mass. Oh. Komma, ist dein neuer Stern. Leck mich doch am Zipfel, wer das ein war. Ja, aber dann ruhig aus, ich glaube, es muss rübergekommen, dass du dir jetzt das muss ja nicht auf dich. Sag einmal, wer schreibt denn so einen Scheiß? Ach, ich. Die Polizei bittet um Vorsicht. Moskau. Nach der bayerischen Niederlage in der letzten Jahr. Gut. Alex hat gerülpst. So. Warum schreie ich das Mikro, wenn ich irgendwas sagen muss? Danke, Schorsch. Das war schon der Einsatz, Manu, theoretisch. Ich bin am Lesen sterben. Verdammt. Du, also der Einsatz ist danke, Schorsch, der kommt direkt am Anfang. Gell? Ich glaube, ich habe es verstanden. Alles klar, gut. Danke, Schorsch. Hosen. Au. Ich gehe wieder auf meine Position. Inkontinenz. War bis 30 gewesen, mein Freund. Scheiße, es ist jetzt aus. Scheiße. Das waren die Nordrichten. Das waren die Nordrichten. Die Nordrichten. Ja, sag einmal, das ist doch nicht so schwer, dass ich Nordrichten sage, oder? Entschuldigung, macht der wieder gut. Marco. Hi, hi. Grüß dich. Kannst du bitte die Fresse halten oder rausgehen, ja? Wir machen jetzt Hallo, Herr. Haus Thaler. Thaler. Herr Thaler, ich freue mich, Sie hier im Bootcamp begrüßen zu, im Trainingscamp begrüßen zu dürfen. Wir sind das Sachgeschäft. Ja, irgendwie sowas. Genau. Das ist das Erste. Das machen wir jetzt einfach und danach machen wir einen Cut und dann machen wir den nächsten Satz sozusagen. Das machen wir jetzt einfach. Das machen wir jetzt einfach. Das machen wir jetzt einfach. Okay, also ich fange dann an mit Danke Studio. Ja, ich muss nochmal überlegen, weil ich habe es schon wieder vergessen. Mein Hirn ist nicht mehr das Jüngste. Danke Studio. Du trinkst wunderschön. Danke. Ah, cool. Nein. Hier. Nein. Danke, Studio. Herr Thaler. Herr Thaler. Grüß Gott. Ich freue mich. Nein. Lass uns nochmal anfangen. Ich habe meinen. Okay. Jetzt brauche ich gleich einen Neuhäuschen. Ja, das ist. Helle, helle. Danke, Studio. Herr Thaler, ich freue mich, Sie hier im Bootcamp begrüßen zu dürfen. Scheiße, ich begrüße Sie nicht, ich besuche Sie. Im Bootcamp, oder? Im Trainingslager. Ja, das ist dasselbe. Nein, sag Trainingslager, bitte. Okay, okay, danke Studio. Herr Thaler, ich freue mich, Sie hier im Trainingslager zu treffen. Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite, gell. Hat man nicht immer so einen Interviewer, gell, da im Trainingslager. Ja, wir freuen uns, hier zu sein. Ja, habe ich doch gesagt. Nein, ich freue mich mehr. Ja. Gut, haben wir das ja. Das war so ein Scheiß. Danke Studio. Herr Thaler, ich freue mich, Sie hier im Bootcamp. Scheiße. Da würde du mir ein kleines Bier, wenn es lacht. Ja, das ist schon seit 3 Schluck klar. Also. Ich tue nur so. Ich kann es mal aufspritzen, ja, aber das kann ich halt noch einmal machen. Also Manu, der muss sitzen. Okay. Gell? Danke, Studio. Herr Thaler, ich freue mich, Sie hier im Trainingslager. Scheiße. Ich freue mich, Sie hier im Bootcamp. Nein, nicht Bootcamp, im Trainingslager. Trainingslager. Danke, Studio. Herr Thaler, ich freue mich, Sie hier im Trainingslager treffen zu dürfen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, gell? Herr Dichtl, danke.
jeden Tag und den ganzen Tag Bier. Was entscheidet Sie explizit von den anderen? Unterscheidet, nicht entscheidet. Danke. Bitte. Tag und jeden Tag Bier. Was entscheidet Sie, verdammt? Okay, nochmal, machen wir einfach weiter. Unter. Ja, ja, ja. Was entscheidet, verdammt nochmal? Was entscheidet über Verkacken oder einfach weitermachen? An dieser Stelle, glaube ich, übernehme ich das Interview, weil mit dem Kasperl wird das nichts. Also, was entscheidet Sie dazu? Ein Interviewer zu werden. Wie ist denn der Tageslauf eines Profitrinkers? Okay, einfach weitermachen. Ich möchte noch meiner Leber meiner Leber danken. Bleib stark, kleiner Champion. Zum Abschluss, Herr... Wie war's? Thaler. Herr Thaler. Vielen Dank, Herr Thaler. Zum Abschluss, verdammt. Vielen Dank, Herr Thaler. Zum Abschluss. Du kraust mich so schön am Rücken, ich werde direkt wuschig. Zum Abschluss, Herr Thaler. Das hätte aber super reingepasst. Du, es darf schon. Zum Abschluss, Herr Thaler, was würden Sie jungen Leuten... Nichts passiert. Zum Abschluss freigegeben. Zum Abschluss, Herr Thaler, vielen Dank fürs Interview. Und was würden Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich dazu entrinken? Zum Abschluss, Herr Thaler. Zum Abschluss, Herr Thaler, was würden Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich dazu entrinken? Verdammte Scheiße, das gibt's doch nicht jedes Mal wieder. Zum Abschluss, Herr Thaler. Juckt's? Nein, das war jetzt eigentlich nicht. Zum Abschluss, Herr Thaler, vielen Dank fürs Interview. Und was würden Sie jungen Leuten mit auf den Weg geben, die sich dazu entrinken? Verdammt, ich versuche so krampfhaft nicht entrinken zu sagen. Zum Abschluss, Herr Thaler, was würden Sie, verdammt, zum Abschluss, Herr Thaler. Zum Abschluss, Herr Thaler. Zum Abschluss, Herr Thaler. Au. So, haben wir jetzt ein Video geführt. Okay, danke. Schön. Quatschform. Soll erfüllt. Ja, verbrennt die SD-Karte bitte.